Genau, wir wollten ein bisschen diskutieren zum Thema, welche KI-Tools nutzt ihr so, nutzt ihr nicht, welche Erfahrungen habt ihr? Genau, Michael wird ein bisschen Intro machen und dann würde ich sagen, ich versuche ein bisschen bei der Diskussion dann mitzuschreiben. Ich gebe mal die Mikros schon mal wahllos irgendwelchen Leuten für später. Was? Genau, also bloß als Follow-up nochmal zu dem Thema Tools. Hier hatten wir ja vorhin dieses Bild hier, dieses comicartige Bild. Ich habe das mal bei Ideogram erzeugt, das sieht ja schon so aus. Immer noch nie perfekt, ne? Aber so als erster Versuch, der Prompt ist der gleiche, Gruppe von Entwicklern als Zuschauer bei einer Konferenz. Ja, nur mal so zum Vergleich, wollte ich nochmal nachliefern. Ja, also worum soll es heute gehen? Genau, um die Tools, die ihr vielleicht so verwendet in eurer Arbeit als Entwickler, also jetzt nie um Bildchen zu erstellen, wie wir das gerade gesehen haben, also nie um Content-Erstellung für Websites zu machen, sondern tatsächlich um Quelltext zu erzeugen. Ich persönlich und bei unserer Firma ist halt der GitHub Copilot im PHP Storm mit, eigentlich bei fast allen Kollegen so am Start. Ich weiß nicht, wenn ihr mal Handzeichen geben könnt, wer nutzt es bei euch? Okay, Sandstorm scheinbar sehr ausführlich. PHP Storm ist ja einiges eingebaut, aber also die Default-Funktionen nutzen wir schon, aber nicht explizit nochmal in Copilot. Ist das was anderes oder ist das ja, andere? Also Copilot ist eine extra Extension fürs PHP Storm. Es gibt auch den JetBrains AI Assistant irgendwas als, ich weiß gar nicht, als Zusatztool, was man irgendwie einzeln buchen kann, also was immer extra Geld kostet, was in der Lizenz quasi nie mit dabei ist. Und der Copilot, ja, das ist eine eigene Extension, da kann man dann seinen Copilot, also seinen GitHub-Account connecten und dann muss man halt darüber die Abmischung machen. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr geil. Also ich will das nie mehr weg haben, das Tool. Meine grobe Schätzung ist so 20-30% effizienter bist du dadurch. Der kennt halt dein Projekt und der kennt halt die Struktur der Dateien in deinem Projekt. Das heißt also, auch wenn jetzt nicht so viele Leute auf der Welt halt Fusion Code bauen, kann der, wenn du dein Projekt mit Copilot baust, halt auch Fusion Code plötzlich bauen. Und das ist schon ziemlich geil. Aber auch andere Sachen kann der bauen. Also der kann natürlich auch YAML, XML, HTML, CSS, keine Ahnung. Wenn du halt Templates quasi erstellen willst, wenn du deine YAML-Dateien baust, wenn du Übersetzungen bauen willst, sowas kann der dir halt alles komplett generieren. Jetzt nie komplette Dateien, wie die Tools, die ich dann gleich vielleicht noch zeige, sondern der würde halt immer jetzt stückchenweise, ne? Also der macht halt so einen Absatz oder ein paar Zeilen oder auch mal nur einen Ausdruck rein oder so. Aber gerade zum Beispiel bei PHP-Code, also das ist so mein Hauptaufgabenfeld, ist das super geil. Weil der halt auch Edge-Cases mit beachtet, an die du vielleicht jetzt erst beim Refactoring gedacht hast oder beim Testen oder sowas. Das generiert er dir halt von Hause aus mit rein. Das ist schon sehr geil und spart einfach einen Haufen Zeit. Also wie gesagt, meine persönliche Schätzung so für mich, ich bin damit so 20-30% effizienter in der Menge an Code, die ich quasi generieren kann durch das Tool. Und deswegen lohnt sich halt diese $20 im Monat für mich eigentlich schon ab dem ersten, zweiten Tag. Wenn ich jetzt den ganzen Monat damit arbeite, dann ist das, also da kommt Plus raus. Deswegen, ja, genau. Okay, also Copilot war hier noch nie so verbreitet, außer bei den Sandstorm-Leuten, genau. Vielleicht kurz zur Vorstellung, was für Tools wir so arbeiten. Ich weiß nicht, wer kennt Shuffle, das schon mal verwendet? Mit Shuffle kann man halt auch die, ja, sich so Templates erzeugen und im Endeffekt ganze Webseiten bauen lassen. Das ist so modulbasiert, also du kannst schon halt sagen, hier, ich brauche eine Website für das und das, eher marketinglastig, eher inhaltlich, eher dies und das und erzeugt mir mal ein Modul mit einem Slider oder was auch immer. Kann man dann verändern, auch durch Chat quasi Eingabe. Die haben auch schon so fertige Themes, die man dann wechseln kann, also damit kann man sich halt sehr, sehr schnell Templates generieren. Das machen wir tatsächlich, um die dann weiter zu verwenden in irgendeinem anderen System oder um zum Beispiel auch eine statische Seite zu bauen. Ziemlich cooles Tool. Dann gibt es dieses V0 von Würsel. Hat das schon mal jemand verwendet von euch? Genau. Das ist halt auch ein sehr geiles Tool. Das erzeugt jetzt nie bloß so optische Sachen, sondern das erzeugt halt auch richtig Quellcode. Ich habe jetzt, ich habe jetzt hier keinen Account da, aber mit dem Prompt, den ihr hier seht, würde der mir tatsächlich eine komplette React-App erzeugen, die auch jetzt nie irgendwie total ugly ist, was den Quellcode angeht, sondern die kann man genauso weiterverwenden, diese Applikation, und kann dann da seine Backend-Sache reinbauen. Man kann dem zum Beispiel auch fertige API-Endpoints geben und halt sagen, hey, ich will hier die Open AI API anbinden oder ich will, keine Ahnung, irgendeine andere API anbinden.
Der kann auch REST-APIs nutzen, die er gar nicht versteht. Ja, dann würde er denken, okay, ich gucke mal rein, ob das halt OpenAPI beschrieben ist oder ich gehe halt davon aus, dass das normal eine RESTful-API ist, wo ich halt irgendwelche Post-Objekte machen kann. Meine Entities heißen halt so und so. Ich gucke mal, was es da für Properties gibt. Also der kann auch direkte API-Wrapper sozusagen generieren. Natürlich noch einfacher, wenn man ihm auch den Kontext mitgibt. Aber der kann auch versuchen, das selber rauszufinden. Alles im Chat, ziemlich geil. Wie gesagt, das, was da rauskommt, kann man 1:1 verwenden. Wir haben mal so einen Test gemacht für so eine kleine Applikation, kleine Verwaltungsapplikation, die wir vorher schon gebaut haben selber, für die wir mit 1,5 Leuten 2 Wochen gebraucht haben. Und das hat hier jemand in einem halben Tag geschafft, das nachzubauen mit dem Tool. Mal so als Vergleich. Ja, klar, Fragen. Also wie gesagt, ist eine Diskussion. Ich wollte nur die Tools mal vorstellen, die wir haben. Gerne. Die Qualität, wie war die denn? Also war die auch vergleichbar? Von dem V0 auf jeden Fall, ja. Also, naja, es ist natürlich jetzt, der benennt halt Sachen so, wie er sie benennt, wenn du jetzt ein anderes Naming-Schema hast oder wenn du jetzt halt dann PHP-Stan-Rules hast, die er jetzt nie kennt oder so, dann ist der Code unter Umständen anders und du würdest ihn jetzt reformatieren auf jeden Fall. Aber kein, rein... Kein Spaghetti-Code mit Go-To's in einer Datei, sondern... Okay. Die Sachen, die da rauskommen, sind wirklich sauber. Also die sind vielleicht anders, als man es selber bauen würde und man muss sich ein bisschen umgewöhnen, weil der natürlich vielleicht auch andere Frameworks dann verwendet plötzlich. Also ich sag mal, nur weil ich jetzt React sage, könnte ja auch sein, der baut da noch Zeugs on top mit anderen Frameworks, aber an sich der Code, der da rauskommt, ist super, super benutzbar auf jeden Fall. Also kann man so in Production shippen, ist jetzt nie nur ein Prototyp, sondern kann man so rausgeben auf jeden Fall. Und kann man auch damit weiterarbeiten, wenn man das will. Ja, also das war jetzt auch so ein bisschen unser Anwendungsfall, dass wir halt gesagt haben, okay, man generiert sich die Applikation damit und spart sich eben diesen ganzen großen Teil vorne dran und das, was man halt custom jetzt mit extrem viel Prompting oder Chatting halt noch dran bauen müsste, das baut man dann doch selber vielleicht rein. Das kann man dann halt auch weitermachen. Ich habe jetzt auch an das Scaffolding gedacht, nur halt nicht nur Hello World, sondern... Genau, also du kannst dir komplett eine CRUD-Applikation bauen lassen in der Technologie deiner Wahl und kannst die dann irgendwie dein Repo werfen und dann da halt deine Backend-Magie reinbauen oder deine Business-Logik rein, wenn du das jetzt nie hier quasi an die API geben willst oder an den Chat geben willst, dann baust du das hinten rein und das ist cool, aber der ganze erste Teil wird halt generiert und das ist fertig und das ist benutzbar. Alles top. Genau. Also sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen haben wir damit. Ja, kann man gut benutzen. Kostet auch nie die Welt, ist schnell. Ja. Du hattest noch, Bastian? Du hast das schon verwendet? Was ist, also kannst du auch einfach sagen, was. Aber auch nicht wirklich ausführlich, nur so reingeschaut und getestet und fand es auch erstaunlich gut. Okay, genau. Also ja, wie gesagt, das kann man durchaus mal probieren. Das ist für mich eigentlich noch eine Stufe krasser als so der Copilot, der ihn so bei kleineren Schritten beim Coding unterstützt. Da ist es wie Zero halt echt so, der macht so diesen 80%-Teil, sage ich mal, jetzt übertrieben. Vielleicht sind es auch nur 50 oder 60, aber so diesen großen Balk an nervigen Scheiß, den man halt hat, um die Applikation erstmal zu erstellen, den kann der halt generieren. Und man kann sich halt fokussieren auf den eigentlichen Backend-Teil, den man reinbauen will. Oder von mir aus auf eine schicke GUI, wenn das der Fokus ist. Ne? Aber da kann man sich halt dann drauf fokussieren. Das ist schon ziemlich cool. Und dann gibt es noch Cursor AI. Hat das schon mal jemand benutzt von euch? Das ist quasi eine komplette IDE, die so ähnlich funktioniert wie das V0, aber noch ein bisschen granularer sozusagen ist in dem Output. Bei dem V0 kommt ja immer ein komplettes Projekt raus, also kann man auch mit Git anbinden und so weiter. Ne? Aber hier ist es eigentlich noch eine Stufe cooler und zwar ist es so, dass das quasi wie so ein Pull-Request funktioniert. Also der würde die ganzen Änderungen, die man, also ich kann ja wahrscheinlich auch einfach mal hier drücken, fällt mir gerade ein, die Änderungen, die man macht, die würde der halt als ja, so einzelne Änderungen irgendwo hinschreiben. Und dann kann man die halt einzeln bestätigen oder aufnehmen. Also das ist jetzt noch so der Copilot-Modus hier, sage ich mal. Einfach ein bisschen Vervollständigung. Aber der erklärt halt auch Code. Also wenn man ihm jetzt, ja, das ist halt so ein bisschen wie im PHP-Strom. Genau, aber man kann es auch im Web benutzen. Genau, und dann sieht das halt hier so aus. Das heißt, da kann man jetzt sagen, will ich die Änderung, die er dort gemacht hat, hat man gerade gesehen, also ja, nein, kann ich halt einzeln bestätigen oder ablehnen. Das ist schon sehr geil gemacht. Und bei Bedarf, wie gesagt, erklärt er das auch. Der kennt halt auch das komplette Projekt und der kann halt auch ein Bestandsprojekt zum Beispiel nehmen und damit arbeiten. Ist auch sehr cool, gerade für Leute, die vielleicht noch nie so tief drinstecken in irgendeiner Technologie. Ne? Wenn der eine vielleicht jetzt total versiert in meinetwegen Vue.js ist und aber noch kein React gemacht hat oder andersrum, der kann halt auch Sachen erklären und kann eben Sachen sagen, ja, ich habe halt hier dies und das, da gibt es halt einen Kontext oder ne, was weiß ich jetzt, aber ja, das ist schon ziemlich geil gemacht. Kann man sich also auch mal angucken, in dem Format, was wir gestern hatten bei Quir. Da war auch der Rico dabei, der selber kein Coder ist. Also der hat mal so ein bisschen WordPress-Seiten gebaut und kennt sich halt auch so ein bisschen aus mit HTML, CSS, JavaScript. Ne?
Er sagt halt von sich selber, dass er so eingerostet ist, weil das so vor 10 Jahren sein Level war. Und der kommt halt in der Kombination mit diesen Tools halt hin und kann übelst komplexe Anwendungen bauen plötzlich, obwohl der weder PHP programmieren kann, noch objektorientiert programmieren kann oder sich mit APIs groß auskennt. Also der versteht halt, was eine API ist und wie das funktioniert, aber mehr muss er halt auch nie können, um diese Tools zu verwenden und damit ganze Applikationen zu erzeugen, die halt ziemlich geil sind. So. Und das ist einfach ein Level, wo ich halt auch als, sage ich mal, in meiner Rolle als Geschäftsführer irgendwie sehe, naja, cool, entweder haben wir das Problem, wir haben keine Projekte und wissen nie, was die Leute machen sollen, oder aber wir haben die Projekte und haben nie die Leute dafür, was so vor 1-2 Jahren der Fall war, zumindest bei uns, so Hashtag Fachkräftemangel, das lässt sich halt mit diesen Tools unter Umständen ziemlich geil beheben, also das Thema Fachkräftemangel, ne? Weil ich halt sage, okay, ich habe nur noch einen Frontend-Entwickler, der von mir aus React oder Vue oder was auch immer kann, und der kann sich halt mit Hilfe von diesen Tools aber plötzlich in 2 Wochen halt nicht mehr nur um ein Projekt kümmern, sondern der kann halt 5 Projekte bearbeiten. Und ich brauche eben nicht mehr 5 Leute, die das machen, sondern ich brauche nur noch den N. Also unabhängig davon, ich muss ja die Leute abbauen bei mir, weil ich halt plötzlich 5 Leute habe und 4 davon sitzen jetzt rum. Nee, ich habe einfach nur den N, weil ich keinen anderen finde, also zumindest uns geht das so. Und die anderen 4, die stehen quasi jetzt parat und ich kann plötzlich halt mehr Projekte machen. Ja? Und deswegen, wie gesagt, ist so also ein bisschen als Austausch geplant. Wie seht ihr das? Auch vielleicht, ich kenne euch jetzt nie im Einzelnen, so Firmengröße, wie seht ihr das ethisch? Ne? Wir wollen jetzt niemanden irgendwie überflüssig machen in dem Sinne, sondern für mich ist es tatsächlich eher so eine Erweiterung für Leute, die die Arbeit effizienter machen und die natürlich auch letzten Endes sich im Preis niederschlägt. Also wenn ich dem Kunden halt anbieten muss, bei uns dauert die Entwicklung von so einer Website irgendwie 6 Mannwochen meinetwegen, ist es halt was anderes, wenn ich sagen kann, ja mindestens mal den Frontend-Teil, der dauert halt bloß noch 2 Tage und nicht mehr 2 Wochen. Das macht natürlich auch einen großen Effekt auf den Preis aus. Ne? Dann ist die Website halt 5.000, 6.000 Euro billiger plötzlich und damit gewinne ich unter Umständen gegen meine Competition und kann den Deal halt für mich entscheiden, wenn ich halt diese Tools nutze und diese Tools, keine Ahnung, kosten einzeln 20, 30 Dollar, also selbst wenn ich die alle benutze und von jedem Tool einen Account habe, also OpenAI, VZero, Shuffle, Cursor, damit zahle ich da vielleicht 100, 200 Dollar im Monat, ist natürlich immer noch nie vergleichbar mit den 4 Entwicklern, die ich eben nie bezahlen muss. Ja? Weil ich mir die gar nicht leisten könnte. Und ja, wie gesagt, also so in dem Kontext, wie gesagt, jetzt ging es gar nicht so um Content-Erstellung, sondern tatsächlich um Quellcode. Da würde mich halt interessieren, wie seht ihr das? Was für Tool benutzt ihr? Wir haben schon gehört, Copilot war, glaube ich, ein bisschen mehr noch verbreitet. VZero nur mal reingeguckt und Cursor noch gar nicht. Seid ihr, also habt ihr die Tools nie auf dem Schirm? Macht ihr das bewusst nie, weil ihr irgendwie Bedenken habt oder weil ihr NDAs mit Kunden habt, wo ihr halt sagt, ihr dürft den Source-Code von Bestandsprojekten nie an Dritttools geben oder also was, jetzt mal spitz gefragt, was hindert euch daran oder was warum benutzt ihr die Tools noch nie? Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen die fiese Frage, aber warum macht ihr das noch nie? Frage 1 wäre so meine Frage, um in die Diskussion vielleicht einzusteigen. Und Frage 2 wäre, wenn ihr die Tools so seht, was würdet ihr euch jetzt davon erhoffen und spricht euch das an, könnt ihr euch vorstellen, die zu verwenden? Genau, also gerne. Was? Also ganz viele Fragen auf einmal. Also ich persönlich benutze die Tools nicht, weil ich im Tagesgeschäft, wenn ich die Zeit genommen habe, das zu erschienen, weil bei uns eine große Rolle spielt, wie das mit dem Datenschutz ist, also ob jetzt, welche Projekte dürfen wir rausgeben, was gilt dann als Geschäftsgeheimnis, was nicht, wie wird das verwendet, was gibt es dort für Rahmenbedingungen in dem KI-Tool. Also ChatGPT fällt aus, wenn das dann in das Model reintrainiert wird, möglicherweise wäre das schon problematisch unter bestimmten Stellen. Ansonsten finde ich Tools cool. Ich habe das mit dem, diese Debatte zu sagen, okay, ich brauche jetzt weniger Leute, klingt halt immer so, okay, dann habe ich ja jemanden weniger. Aber das kann man ja auch umdrehen. Ne? Wir sind einfach viel nützlicher für unsere Kunden, weil wir sind einfach schnell. Ja. Und dann bezahlen die nicht einen Haufen Geld für so ein dusseliges kleines App, sondern die kriegen wirklich etwas, was sie brauchen. Und oft, also die Erfahrung, die ich habe, das meistens ist, die Ideen, es sind eben mehr Ideen da als Budget. Und dann können wir mehr Mehrwert bieten und das stärkt natürlich auch unsere ganze Branche. Ja. Wo ich immer noch große Bauchschmerzen habe und wo wir auch bei Sandstorm jetzt ein bisschen gucken, wie wir das benutzen, ist das Thema diese ganzen, ich finde es auch toll, diese ganzen langweiligen Aufgaben, diese Schreibarbeit kommt weg. Und das ist ja nur meine persönliche Empfindung für Schreibarbeit. Und ich sehe, dass das die Einstiegshürde in unser Fachgebiet erhöht. Weil die Einstiegsaufgaben tendenziell wegfallen, da weiß ich noch nicht genau,
wie wir damit umgehen. Und wir begrenzen auch den KI-Einsatz ein bisschen in der Ausbildung. Das haben wir auch, ne, benutze ich eine Library oder schreibe ich irgendwas selber? Im Projekt benutze ich eine Library, wenn ich was lernen will, schreibe ich selber. Also ja. Ähnliches Thema. Mhm. Aber ich bin auch sehr gespannt auf andere Antworten. Also, ich habe persönlich vor allem mit dem Gen Brands Kram gespielt und meine Erfahrung ist halt so, weshalb ich mir auch andere Tools nicht groß angeguckt habe, ist, dass es halt schon so einfache Geschichten, sehr nett autocompleted und du verdammt aufpassen musst. Also du kannst dir das Mitdenken eigentlich nicht sparen und dann ist die Menge der Sachen, wo es mir wirklich hilft, ist halt so Boilerplate-Kram relativ viel und den versuche ich eigentlich wegzuoptimieren. Dann habe ich es weniger und die Aufgaben, wo ich scharf nachdenken muss, muss ich weiter scharf nachdenken. Und das, dann ist die Nützlichkeit so ein bisschen für mich eher bisher eingeschränkt gewesen. Hat mich nicht so richtig überzeugt, weil es halt zu häufig richtig aussah, aber eben dann doch nicht ganz richtig war, was die an Vorschlägen machen. Und dann ist es halt gefährlich. Und das finde ich jetzt bei JetBrains zum Beispiel gerade ein bisschen nervig. Das war jetzt in den letzten 2 Jahren. Erst sind die Vorschläge viel besser geworden. Und aktuell kommt es sehr häufiger vor, dass man, dass die Autocomplete-Vorschläge sich eigentlich schlecht von der Syntax-Autocompletion unterscheiden lassen und du jetzt eigentlich aufpassen musst, schlägt der mir hier was vor, von dem er weiß, dass es sinnvoll ist, oder ist das etwas, was er geraten hat? Und das ist, also da ist gerade auch, sind da auch wieder Dinge schlechter geworden. Und insofern, ich meine, das Argument mit, du musst halt irgendwo anfangen, um zu lernen, und das tut man in einfachen Sachen, und das werden wir auch definitiv haben mit Nachwuchs, also das finde ich auch absolut zu beachten und insofern bin ich da auch nach wie vor, die einfachen Sachen nutze ich gerne, aber insgesamt bin ich noch sehr skeptisch. Okay, also dann vielleicht mal tatsächlich die Copilot ausprobieren oder irgendein anderes Tool. Das von JetBrains kenne ich jetzt noch nie, aber was mir zum Beispiel auch viel geholfen hat, auch gerade für Einsteiger, wenn wir jetzt auch mit Azubis arbeiten oder so, ist, dass man halt einen Kommentar schreibt und daraus Quellcode macht, damit man eben sieht, okay, das und das ist halt die inhaltliche Aufgabe, wie sieht der Quellcode aus oder auch andersrum. Du kriegst halt Quellcode, den vielleicht ein Junior oder ein Azubi halt nie versteht, dann kann der sich dazu quasi einen Kommentar schreiben lassen oder halt die KI fragen, was dieser Quellcode eigentlich macht. Und das, also das sind so mal 2 Anwendungsfälle, wo wir das auch teilweise im Ausbildungskontext tatsächlich verwenden. Ich nutze auch die JetBrains eingebaute Funktion, die ist in der Basisversion übrigens inzwischen kostenlos. Die kostenpflichtige ist, glaube ich, aber mächtiger. Ich persönlich habe jetzt das nicht so, dass es mich stört wirklich, aber ich habe jetzt auch nicht den Riesennutzen davon. Das ist eher so ein bisschen Performance-optimiert. Was ich schon nutze, zunehmend auch, ist ChatGPT oder auch Gemini, weil ich das auf meinem Pixel-Phone habe, um halt so ganz konkrete Teilaufgaben zu lösen. Also zum Beispiel in Neos 9 ist ein Teil ein Parser, also wo man wirklich so, so sophisticated Teilaufgaben ist, fand ich es extrem hilfreich. Aber was ich mich noch sehr frage bei diesem ganzen Thema ist, es braucht auf jeden Fall noch den Entwickler, der dann die richtigen Fragen auch richtig formuliert und so weiter, aber ich kann mir schon vorstellen, in 5 bis 10 Jahren braucht es den Entwickler theoretisch gar nicht mehr. Wie du das oder wie ihr das seht, ist das so oder was wird unsere Rolle sein? Genau, dazu kann ich auch nur von dem Thema von gestern, was Gregor gesagt hat, denn seine Schätzung war halt, dass es ungefähr in einem Jahr eigentlich schon die meisten Frontend-Aufgaben zum Beispiel, also jemand, der nur Frontend macht, im Sinne von, ich baue halt aus einem Design ein Template, den wird es in einem Jahr nicht mehr brauchen, weil das halt die Tools komplett machen. Und das ist, wie gesagt, halt genau so ein Punkt, wo man sagt, ja, das ist halt so ein Teilschritt, der halt viel Zeit kostet und der jetzt nicht viel Logik enthält, also wo man einfach wirklich nur, sag ich mal, Steno runterprogrammieren muss. Und das ist auch das, was das Shuffle oder das V0 halt schon macht. Da kann ich im Endeffekt auch sagen, okay, das Template sieht schön aus, aber ich verwende auch kein Bootstrap 5, ich will das halt mit Tailwind haben und dann macht es zack und dann ist es fertig. So. Und das schafft kein Mensch in der Zeit, das geht einfach nicht. Und zwar für das ganze Projekt fertig, also nicht bloß für eine Datei oder für einen Teil, sondern das ganze Projekt ist dann umgestellt von Bootstrap 5 auf Tailwind. Mal als Beispiel. Und wenn ich halt einen Framework-Wechsel mache, wie jetzt das in dem Beispiel, dann ist das einfach so ein Zeitargument, da bin ich genau bei dem, was du gesagt hast. Und das zum Beispiel wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, dort sind nie geschäftskritische Sachen drin. Also ob das Template jetzt rot oder blau ist und ob das jetzt Tailwind oder Bootstrap benutzt, ist scheißegal. Da kann auch nie, weiß ich wer, kommen und sagen, nee, das ist aber bei mir geschäftskritisch, das ist einfach inhaltlich falsch.
Und dafür ist zum Beispiel der Einsatzzweck aus meiner Sicht gut. Und wenn du gerade so getrennte Applikationen hast, du hast einen Teil Frontend und hast einen Teil Backend oder so, oder du hast sowas wie irgendeinen Parser, der jetzt wahrscheinlich als Einzelpunkt auch keine geschäftskritischen Anteile enthält, oder was wir vor uns hatten, URL-Parser oder keine Ahnung, irgend sowas, dann kannst du mir auch nicht erzählen, dass da in dem Einzelbaustein, wenn du das mit KI irgendwie weiter bearbeiten lässt oder halt irgendwie Sonderfälle abfangen lässt, dass da was drin ist, was du dann nie reingeben kannst. Und zu dem Teil zum Beispiel, was man der KI geben kann und was nie, ist halt meine Argumentation gegenüber den Kunden auch immer relativ klar. Die sagen natürlich auch, oh, ich habe gehört mit Datenschutz und hast du nie gesehen, ich fände es eigentlich cool, wenn wir das nie machen. Da sage ich auch immer, ja, können wir gerne machen. Dann wird es halt 20-30% teurer. So. Und dann sagen sie, warum? Das heißt, naja, wenn ich das verwende, bin ich halt effizienter und den Preisvorteil gebe ich euch weiter. Und wenn ihr sagt, wir sollen das nie verwenden, dann machen wir das auch nie. Für uns ist das ein Werkzeug. Ne? Ich kann natürlich auch den Dachdecker rausschicken und sagen, nee, leider kriegst du aber nie mit. Und dann kann der irgendwie anders aufs Dach klettern, er braucht aber länger dafür. Also es ist teurer, wenn ich dem sein Werkzeug wegnehme. Und wenn die Leute mir mein Werkzeug wegnehmen, dann wird es halt teurer, weil ich länger brauche. So einfach ist das. Ja, wenn ich jetzt nicht mehr meine Motorsäge habe, sondern mit meiner Handsäge was durchsägen muss, dann brauche ich länger dafür. Das ist meine Argumentation. Und plötzlich, und das ist der interessante Fakt, den ich schon kurz sagen wollte, ist nämlich dann doch nicht mehr so geschäftskritisch. Ganz oft. Weil das Geld halt geschäftskritisch ist. Und das ist halt das, was man gegenüberstellen muss. Also ist denn der Inhalt, ist denn die Formel, wenn ich jetzt die Google-Suchmaschinenformel habe, klar, dann ist die irgendwie geschäftskritisch. Aber wenn ich jetzt mein, keine Ahnung, Maschinenbau-Unternehmens-Corporate-Website baue, ist die einfach nie geschäftskritisch. Das ist eine falsche Einschätzung. Und das kann man den Leuten über diese Abwägung meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach halt relativ einfach klar machen. Ja, müssen sie entscheiden, ist das so und ich vertraue den Diensten nie, dann ist das so, dann muss ich halt mehr bezahlen. Oder ich vertraue den Diensten und mir ist es mehr oder weniger egal, weil, und Fun Fact, die Informationen sind dann eher öffentlich, weil der Quellcode, den kann ich mir im Browser auch angucken. Also, ja, deswegen, also wie gesagt, ist argumentativ so eine Sache. Sebastian, du wolltest noch sagen? Genau, wir haben gemerkt, dass wir quasi beim Ausbilden von Leuten das eher versuchen wegzulassen, damit die Leute halt selber denken, ne? weil ich merke das auch an mir selber, dass sozusagen ich manchmal, also bei PHP zum Beispiel nervt mich das eher, also weil da kenne ich einfach mich sehr gut aus und dann habe ich so das Gefühl, diese Arbeit sozusagen rauszufinden, wo ist es nicht geeignet, wo ist es halt so leicht falsch, ne? ist komplizierter, als es selber zu schreiben. Auf der anderen Seite, wo es mir total viel hilft, wir machen zum Beispiel gerade Flutter-Projekte, relativ große, und ich sag mal, da kenne ich die Konzepte, aber da weiß ich halt nie so die Details, ne? Wie zentriere ich jetzt dieses Ding oder sowas in der Richtung. So, und das sind so Sachen, da kann es halt total helfen, zu sagen, okay, hier /centered und dann kriegst du ein Beispiel, aha, so wird das jetzt hier zentriert. Ob das jetzt sozusagen Best Practice oder nicht ist, weiß man natürlich nie genau, weil es ist ja nur sozusagen so der Status Quo aus dem Internet irgendwo, ne? Aber das finde ich, also das funktioniert für mich ganz gut. Und was, wo es zum Beispiel auch für mich extrem gut funktioniert, ist für Bash-Scripting tatsächlich. Also, weil ich habe einfach keinen Bock, Bash in allen Details zu lernen. Also ich sag mal, aber es ist halt einfach praktisch, weil es halt überall läuft, weil es funktioniert und so. Und ich hatte jetzt vor kurzem so einen Anwendungsfall, ich brauchte so eine Mini, so eine Art, naja, Workflow-Engine ist eigentlich schon zu viel gesagt, aber so irgendwie so mehrere Batch-Schritte, die hintereinander in einer bestimmten Reihenfolge passiert sein müssen, habe ich ewig probiert. Och, wie könnte man das machen und gesucht und am Ende tatsächlich bei so einer ChatGPT-Lösung gelandet und gesagt, hier, ich brauche so ein Mini-Workflow-Ding, was halt trackt, also ne, was sozusagen die Schritte nacheinander macht und wenn ich einen Schritt schon gemacht habe, dann soll er das skippen und dann war das ein Beispiel, das war echt relativ cool, also konnte ich mit ansetzen und also für so solche, ich habe so eine Seite von Code, die rauskommen soll, für solche Sachen finde ich es auch echt wertvoll, muss ich sagen, ne? Und wo ich es halt noch nie absehbar sehe, ist für jetzt wirklich so richtig komplexe Geschichten, ne? Eher so für, was ihr jetzt auch gesagt habt, diese Boilerplate-artigen Sachen, sowas wie, bau mir ein Formular für XY oder sowas, aber ich habe immer noch die Schwierigkeit, dass ich sozusagen selber noch nie, also ich merke sofort, wenn ich das so vorgekaut kriege, dass ich so in diesen Fast-Thinking-Mode komme irgendwie und da weiß ich noch nie, wie ich da wieder rauskomme sozusagen, dass ich halt trotzdem nachdenke und das halt als ein, ich sag mal, einen Kollegen betrachte, den ich halt noch nie kenne. Und das fällt mir persönlich auch schwer, auf jeden Fall, wenn ich damit umgehe. Ich habe drei kleine Beispiele mit Copilot, mit der Erfahrung aus der jüngeren Vergangenheit, die sind noch im Gedächtnis frisch. Also wo ich es gerne benutze, ist halt dieses, okay, das erste Drittel ist programmiert und dann tap, tap, tap und dann habe ich eine ganz konkrete Erwartung von dem, was da steht. Ich muss es halt nur nicht mehr selber eintippen, es ist eine Geschwindigkeitshilfe, ist jetzt keine inhaltliche Hilfe. Aber jetzt an zwei Stellen hat Copilot wieder auch als, sag ich mal, Programmierperson wäre es versagt gewesen. Als Tool ist natürlich okay.
das war komplett daneben. Das eine war, da wollte ich in Golang einen Ordner kopieren und dann hat er mir halt irgend so einen rekursiven Firewalker ausgespuckt, womit ich durch den Verzeichnisbaum gehen kann, um die Kopie zu erstellen. Habe ich alles wieder gelöscht, habe meine Golang-Version upgedatet und dann habe ich halt eine Funktion aufgerufen, weil das nämlich ab, ich glaube, 1.23 drin war und wir hatten noch 1.22 in dem Projekt. Und das ist halt Müll. Oder, und ähnliche Sache irgendwie, ich glaube, es war bei einer Nähe eine Dateiendung rausholen. Der Code hat funktioniert, der war auch korrekt und das war die umständlichste Lösung dafür, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und das ist halt problematisch und da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, was ich nicht gut kenne oder wo ich nicht so eine konkrete Erwartung habe, was jetzt eine gute Lösung ist, lese ich gerne auch nochmal nach, weil selbst wenn es tut, ist es halt trotzdem tendenziell ein bisschen zu ausführlich. Und deshalb habe ich vorhin auch so gefragt nach der Qualität. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich mich wirklich darauf verlassen könnte, wechselt das in meiner Wahrnehmung so ein bisschen wie von einer guten Autocompletion zu so einer Art tatsächlich virtuellem Assistenten. Also Assistent wie eine Person, die einem assistiert. Hm. Na, die Grundsatzfrage, die sich für mich da so ein bisschen stellt, ist auch immer, was wiegt denn höher? Ne? Man hat ja vielleicht auch, wenn man das jetzt mal mit Handwerk vergleicht, hätte man vielleicht, sage ich mal, die Handwerker-Ehre, um eben zu sagen, das ist jetzt hat eine bestimmte Qualität in sich. Das gibt es ja bei Softwarequalität auch. Ne? Ob ich jetzt PHP Stan verwende im Level 8, 9, keine Ahnung, was wir für uns hatten, oder ob ich halt sage, es ist mir scheißegal, wie der Code aussieht, und ob die statische Analyse sagt, es ist guter Code oder nie, ist Wurst, es funktioniert am Ende des Tages. Ne? Solange es, sage ich mal, sicher ist und solange es das tut, was es soll, kann man sagen, ja, was ist denn jetzt besser? Also wieder die Frage von dem Kunden. Ne? Wollt ihr jetzt schöne Software haben? Also soll der Source Code gut sein? Soll der statisch analysiert, getestet, was auch immer sein? Also die ganzen Software-Metriken, Qualitätsmetriken, die wir haben glücklicherweise und die ich persönlich auch selber gerne verwende, um einfach sicher zu sein, dass es geht, auch langfristig, ne? Wenn ich es einem anderen Kollegen gebe oder wenn das Team größer wird, was auch immer. Oder wenn der Kunde einfach sagt, naja, ich will aber was haben, was funktioniert. Ob das jetzt intern schön aussieht oder nicht, ist scheißegal. Nehmen wir mal den Bau als Vergleich, wieder die Handwerker-Ära. Da gibt es halt Leute, denen ist das wichtig, dass es ordentlich gemacht ist. Und dann sagen Leute, ich will fertig werden. Die spaxen da irgendwas zusammen und sagen, guck, die Wand ist schön. So, ob da 20 Grenzschummel drin liegen in der Trockenbauwand, das interessiert die halt nie, weil die sagen, da guckt eh keiner rein. So, mal als Beispiel. Und das ist halt für mich genauso könnte man jetzt sagen, eine ethische Frage oder eine betriebswirtschaftliche Frage oder eine Frage der Ehre, sage ich mal, als Handwerker, der irgendwas tut. Ja, will ich es so machen oder will ich es so machen? Und für mich gibt es da kein richtig und kein falsch, sondern das ist immer die Frage der Priorität. Wenn der Kunde sagt, wir wollen einen Prototypen bauen, es muss schnelle Time to Market haben und da ist die Softwarequalität nicht ganz so wichtig. Wichtig ist klar, dass es sicher ist, ne, und dass es jetzt nicht morgen abstürzt, klar, das gehört dazu. Aber ganz ehrlich, das ist halt ein Produkt, was irgendwie, keine Ahnung, 8 Monate im Netz bleibt und dann fliegt es sowieso weg. Dann muss man halt auch nie den Qualitätsstandard PHP Standard Level 9 nehmen, meiner Meinung nach, weil das einfach dann dazu nie passt, weil die Anforderung nie korrekt ist. Ja. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, aber das ist für mich so eine Abwägungsfrage. Ich bin mal gespannt, weil der Vergleich mit Handwerkern ist interessant, weil wir haben letztendlich die Handwerker, die haben halt Regeln des Handwerks. Also in Deutschland. Die können sagen, wann es fachgerecht ist und wann nicht. Genau, in Deutschland. Guck dir mal ein Haus in Amerika an. Viel Spießdenn ist nicht verpflichtend, aber insofern, ich finde den Unterschied zu sagen, bei Throwaway Code ist es egal. Ne? Ich weiß, ich möchte es nicht warten. Ich muss es nicht mehr. Ich hab nicht vor, das zu maintainen. Dann ist wirklich egal, wie es innen aussieht. Aber ich könnte mir schon, also jetzt unabhängig von dem AI-Thema, könnte ich mir schon vorstellen, dass man es irgendwann mal schafft, auch tatsächlich Regeln des Handwerks für Informatik zu definieren. Das wäre nett. Und weil bei ganz viel Throwaway-Code stellt sich halt auch die Frage, ja, warum dann überhaupt? Wenn es nicht wichtig ist, dann lass es vielleicht einfach. Naja, es ist ja nur nicht wichtig, das Wie, es ist ja nur wichtig, das, sage ich mal. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Wenn ich halt sage, das Tool ist eben sowieso nur auf 8 Monate ausgelegt und danach geht es vom Netz und wir müssen aber einen schnell Time-to-Market haben. Ich brauche es eben morgen und nie erst in 8 Monaten. Punkt 1. Und Punkt 2, das mit den Regeln. Ja, gibt es ja schon so ein bisschen, also BSI, sage ich mal, Hashtag BSI, ne? Da gibt es Regeln, die man einhalten muss. Und wenn man halt die entsprechenden Kunden hat, die auf sowas Wert legen, ich sage mal so Automotive als Schlagwort rein, da braucht man halt bestimmte Zertifizierungen, TISAX und keine Ahnung was für tolle Dinge, die geben dann schon halt relativ gute Vorgaben auch. Ne? Also jetzt nie vielleicht bis in die Tiefe der Softwareentwicklung, aber wie man, wo, was, welche, also Homeoffice zum Beispiel, würden die halt sagen, ist nicht. Mal als Beispiel. Also da gibt es schon Regelungen dafür. Und wie gesagt, das ist ja auch wieder eine Sache von dem konkreten Markt, der das halt hat. Also vielleicht
jetzt mal so in die Zukunft orakelt, ähnlich wie bei dem AI Act, gibt es in der EU ein Konstrukt irgendwann mal, was das halt sehr genau regelt, aber dann eben wahrscheinlich auch nur in der EU. Ja? Also wenn ich mir jetzt ein Stück Code bauen lasse in Indien, in China, vielleicht schon in Amerika, dann sieht er halt genauso aus, wie eben das Haus auch aussieht, was in Indien, in China, in Amerika gebaut wird und wo halt der Hurricane kommt und dann ist das Haus weg. Das gibt es halt in Deutschland nie. So, ja, oder wo die Elektrik halt jeder Dödel sich da zusammenknüppern kann in Amerika und dann brennt die Bude halt ab und gut. So, das ist halt in Deutschland auch nicht so. Aber das ist halt gerade in Deutschland, aber auch ein europäisches Phänomen, dass wir da halt, sage ich mal, gute Regeln, die ja auch sinnvoll sind, ne? Also Sicherheitsregularien und sowas reinbauen. Aber für manche Sachen braucht es die eben nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Mentalitätsfrage, gerade so, wenn man sieht, so transatlantisch, Amerika, viele Startups und wir probieren erstmal aus, im Zweifel schmeißen wir es weg. Oder baue es halt auch in 2 Jahren wieder neu, weil die technischen Möglichkeiten, die wir dann haben, in einem Jahr, in 2 Jahren, die sind halt schon wieder so krass, dass wir eh sagen würden, also selbst wir jetzt, sagen wir, okay, die Software ist zwar gut gebaut, aber die jetzt abzudaten auf einen neuen Stand, macht keinen Sinn. Dann bauen wir es lieber neu mit der anderen Technologie, weil es betriebswirtschaftlich viel effizienter ist. Ne? Und wenn man davon ausgeht, kann man eben sagen, die Lebenszeit meiner Software ist tatsächlich begrenzt und ich muss die halt nie bis zum St. Nimmerleins-Tag supporten und warten. Mal als Beispiel. Genau. Aber wie gesagt, ich finde so diese Überlegungen halt sehr spannend und deswegen auch gerade diese KI-Tools, die mit Sicherheit nie so eine gute Softwarequalität liefern und die diese ganzen Qualitätsmetriken natürlich weiter unten wahrscheinlich ansiedeln würden, als man das als Mensch macht, aber dafür sind sie halt auch um den Faktor 100 oder weiß ich wie, schneller als Mensch. Und deswegen meine ich, muss man halt irgendwie eine Abwägung finden, was eben wichtiger ist. Und das, ja, würde mich halt eben so interessieren, ne, was auch dann Kunden dazu sagen. Ich meine, ich kenne es bei unseren Kunden, aber wir haben eben, wie gesagt, eher so regionale KMUs. Wir sind jetzt nie für Coca-Cola tätig oder für, was weiß ich, Google, keine Ahnung. Da läuft das wahrscheinlich anders. Aber wenn man mit unseren Kunden halt Klartext redet und sagt, ja, kann man weglassen, kostet mehr, dann sagen die ganz oft, nee, dann machen wir rein. So. Die muss man dann manchmal eher noch bremsen und sagen, du, pass auf, du kannst die KI nie dafür verwenden übrigens. Das ist verboten. Ja, also so Profiling zum Beispiel, wenn wir das vorhin hatten mit dem EU-AI-Act, Profiling, so wie die Chinesen das zum Beispiel machen mit ihren Bürger-Scoring da und sowas, das ist halt EU-weit verboten mit dem AI-Act. Ja, also auch zum Beispiel, keine Ahnung, im Schufa-Kontext, ja, oder im Krankenkassen-Kontext, was wir vorhin hatten, wäre das auch verboten. Ne? Also wenn ich jetzt Bilder mache von euch allen und dann einzeln das irgendeinem Bot gebe und sage, wollen wir den privat krankenversichern, ja oder nein, und den und den und den, das ist verboten, das dürfen wir in der EU nicht. Das regelt dieser Act und das ist gut, aus meiner Sicht, ja, weil das eine ethische Frage ist. Oder auch beim Kreditscoring zum Beispiel, wie gesagt. Aber manchmal regelt es eben auch zu viel. Ja? Deshalb, ja, muss man ein bisschen Fluch und Segen, sage ich mal, in der EU und speziell in Deutschland. Aber du hast noch eine Frage, oder? Ja, oder eher einen Input vielleicht noch ganz am Ende. Ich finde das schwierig, wenn man den Kostenvorteil, den man dadurch generiert, zu stark an den Kunden weitergibt, weil man ja sozusagen durch diese Tools, wenn das gut funktioniert, trotzdem jemanden braucht, der eine gewisse Qualifikation hat. Und wenn dann sozusagen irgendwann in den nächsten Jahren ein Wettkampf darum entsteht, wer macht es am billigsten, ist irgendwann der Programmierer sozusagen die Mindestlohnkraft, die sozusagen nur noch Prompts in ein System reinhackt. Und das ist es ja eben nicht. Also das war ja eben auch die Diskussion rund um die Ausbildung, dass man sozusagen ein gewisses Grundwissen braucht, um überhaupt eine gewisse Qualität generell mit KI zu erreichen, rund ums Prompting und auch um das, was da rauskommt. Und deswegen durchaus legitim, dass man ein bisschen weitergibt. Man sollte da aufpassen, dass man nicht sozusagen die eigene Arbeit durch die Unterstützung von KI verramscht. Also ja, absolut. Das ist ja eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, die man dann im Einzelfall oder für die Firma irgendwie treffen kann, auf jeden Fall. Nehmen wir mal wieder den Vergleich mit den Handwerkern. Dort ist jetzt ja die gleiche Frage. Ne? Also warum ist denn der, keine Ahnung, Bauarbeiter selbst aus Polen vielleicht manchmal jetzt schon zu teuer und ich muss halt den aus Rumänien oder den von sonst woher nehmen? Oder ne, wie hier in Katar da oder wo das war mit diesen ganzen Stadien und so, wo auch ewig viele Leute gestorben sind, die haben halt eben genau diese Arbeitsschutzregelungen nie und deswegen können die halt dort billiger produzieren. Oder in China gibt es halt vielleicht keine Umweltregelungen wie in Deutschland und der EU und deswegen machen die halt billigere Jeans als wir. Und da muss man sich auch gesellschaftlich halt die Frage stellen, was ist das einfach wert? Und ich glaube, ist zumindest meine persönliche Erfahrung, dass es aktuell so einen Trend gibt, also zumindest in meiner Bubble, ne, okay, in meiner Bubble gibt es halt so den Trend auch schon, dass eben Leute sagen, ne, ich kaufe mir nicht mehr nur den billigsten Scheiß von Ikea oder bei Kick oder bei Primark oder keine Ahnung wo, sondern die Leute sagen eben plötzlich wieder, hey, mir ist es doch wert, dass ich halt die Jeans länger als eine Woche tragen kann und mir ist es doch wert, dass halt, keine Ahnung, das Kind in Bangladesch jetzt nie, keine Ahnung, mit 3 Jahren schon stirbt, weil es halt das Wasser dort verseucht ist oder was weiß ich was. Also für mich persönlich scheint es wieder mehr zu werden, dass Leute auf solche Sachen mehr Wert legen und Geld eben nicht mehr, also dieser Geiz ist Geil-Spruch, den gibt es ja auch nicht mehr bei Saturn aus gutem Grund, weil sie eben gemerkt haben, dass sie damit selber auf die Nase fallen, weil die Leute eben sagen, ja, das ist schön billig, aber das geht ja noch billiger.
Ja, warum ist es nie noch billiger? Dann kaufe ich es halt bei Alibaba oder bei was weiß ich wo ein. So ein Schwupp waren die Leute halt nicht mehr, sind halt nicht mehr zu Saturn gegangen. Sie gesagt haben, naja, hier bei Amazon, bei Alibaba gibt es ja noch günstiger, weil Geld eben nie nur das Argument ist. Und das finde ich halt spannend so in der zukünftigen Ausrichtung, wo man hin will, auch gerade bei den Jobs. Also ich meine, Programmierer ist ja nur ein Beispiel davon, ne? Aber vielleicht ist es dann so. Vielleicht sagen wir halt, naja, den Skill, den man dort hat, den braucht man nur noch bis zu einem gewissen Level, nämlich für Prompting und für Refactoring und für Einschätzung, macht man die Architektur so oder macht man sie so. Aber im Endeffekt ist es eine Art Sachbearbeitungsjob. Ja, also wie jetzt jemand, der an der Krankenkasse halt irgendwelche Fälle bearbeitet oder im Steuerbüro. Weil das zum Beispiel, also alles, was sehr regelbasiert ist, ne, und da müssen wir halt vorsichtig sein, wenn wir das alles so stark regeln wollen mit Softwarequalität und keine Ahnung, das kann man halt sehr, sehr gut KI ersetzen. Also einen Finanzamtsfachangestellten, den braucht es in 10 Jahren meiner Meinung nach gar nicht mehr. Oder einen Rechtshelfer in irgendeinem Amt. Übrigens, da haben wir zu wenig Leute in Deutschland. Ne? Also Richter, Staatsanwälte, Rechtspfleger, sowas wird gesucht. So Leute haben wir viel, viel zu wenig. Und wenn die sich darauf einlassen würden, die Tools, die es jetzt schon gibt, zu benutzen, dann hätten wir das Problem jetzt schon gelöst. Ja? Aber das ist halt in Deutschland nie, weil die sagen, naja, rechts und gucken... Schwierig. Also finde ich halt spannend und Programmierer ist da, glaube ich, ein Job, wo man drüber reden kann, wie es weitergeht. Aber deswegen, ne, wir vielleicht als Programmierer fühlen uns da auch ein bisschen angekratzt und der ein oder andere hat vielleicht Angst um seinen Job oder um seine Stelle, keine Ahnung. Ich bin schon der Meinung, uns wird es immer brauchen, aber vielleicht in einer anderen Rolle als jetzt. Und genauso dieses Runterhacken von Frontend, HTML-Code oder was auch immer. Ich sage mal so, es bleibt spannend. Wir werden es alle erfahren, so oder so. Wir können uns da auch gar nicht gegen wehren, wenn wir den Job noch ein paar Jahre machen. Und ich denke, ne, wir haben ja auch schon viele Transformationen gesehen, muss man sagen. Wenn man sich mal zurückdenkt, wo hat man angefangen? Als ich angefangen habe zu programmieren, ist gerade Ajax aufgekommen und du kannst hier Requests machen, so, ne, aus der laufenden Webseite raus. Und das hat sich ja schon sehr stark weiterentwickelt. Und ja, ich bin auch gespannt, wo die Reise dahin geht. Und ja, bin gespannt, was sich dann von diesen ganzen Ideen und so als richtig und als falsch rausstellt. Genau, vielen Dank fürs Moderieren und fürs Thema einbringen. Danke. Und danke auch nochmal an Tobi fürs Mitschreiben hier ein bisschen, dass wir die Ideen ein bisschen gesammelt haben. Genau, ich würde jetzt mal 5 Minuten Pause kurz machen und dann kann der Bastian nochmal seinen Vortrag machen zum Thema hexagonale Architekturen. Und dann haben wir, glaube ich, Mittagspause, wenn mich nicht alles täuscht.